Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu... Resident Evil Village. Da ist der rote Schornstein. Wir haben in der letzten Folge erfahren, dass in dem Gefäß, das wir eingesammelt haben, das wir gefunden haben, der Kopf unserer Tochter drin ist. Das heißt, jemand... Wieso ist hier so ein gelber Streifen dran? Kann man damit irgendwas machen? Bin ich doch rausgekommen? Jemand hat, na gut, ich muss es ja nicht aussprechen. Ihr könnt euch ja denken, was passiert ist oder was die Leute dann gemacht haben. Okay. Schon die ganze Zeit hier? Liegen die schon die ganze Zeit hier? Nee. Das ist neu. War da oben nicht noch ein... Da können wir den Schlüssel benutzen, glaube ich. Passt nicht. Die Tür ist mit einem 6 geflügelten. Aha. Jetzt gibt es auch noch verschiedene. Dann werden wir mal kurz gucken. Mit ausgebreiteten Flügeln. Achso, okay. Das sind nur 2. Wir haben einen Dietrich, ne? Hier gab es irgendwo Orte. Das sind mit 6 geflügelten Embryo. Schmiede eiserner Schlüssel. Den haben wir jetzt. Dann haben wir hier unten noch einen Speicherpunkt in der Kirche. Hier ein Dietrich, Schmiede eiserner Schlüssel. Da gehen wir. Kommen wir da hin? Schmiede eiserner Schlüssel und hier. Ist der Typ, glaube ich, ne? Und hier ist auch nochmal Schlüssel. Vorhängeschloss. Das kriegen wir auf. Oder? Dann gehen wir hier hin. Dann gehen wir hier hin. Das heißt, ich muss einmal an der Walküre vorbei und hier so durch. Obwohl, ich kann auch. Komme ich hier auch durch? Ach, liegender Acker. Wenn es hier irgendwo... Wo ist denn Luisas Haus? Da. Kann man da nochmal hin? Da, oder? Bin mal gespannt, ob jetzt... Hier war zwar auch... Ist das Tor da oben zugegangen oder was? Was ist jetzt zugegangen? Doch nochmal. Was raschelt da? Ach so, guck mal da. Da ist ja der rote Bornstein. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt hier keine Gegner kommen. Ach, verdammt nochmal. Versehentlich hingehockt direkt. Also. Hä? Okay. Nee, nee. Wir gehen erstmal zu dem Typ mit dem roten Schornstein. Ich habe mich gerade mal ganz spontan umentschieden. Ach, shit. Da kommen wir gar nicht hin, ne? Kommen wir von hier aus dahin? Können wir da durch?
no. Das heißt, ich muss da durch. Ach, das ist, als ob ich so der, der richtige Weg dahin gewesen. Nein, ist es nicht. Von der anderen Seite. Okay, wir nehmen die Schrot. Jetzt wissen wir auch, was die ganze Zeit so raschelt und... Und dann war das richtig, dass das nicht die einzigen Leichen waren. Ja. Ja, das muss ich aufschieben, aber ich muss ja da... Ich muss durch das Haus, oder? Oh nein, ich muss durch das Haus. Hallo? Waren wir hier schon? Ich bin, glaube ich, gar nicht mehr so froh, dass wir jetzt... Nee, hier waren wir noch nicht. Dass wir zurück im Dorf sind. Ein Webstuhl. Muss da drin sein, ne? Dann haben wir hier draußen ja noch ein bisschen und zum Umschauen. Kurz, kurz Luft holen. Hör auf damit. Oh, hier wird irgendwann mal was drin sein. Sammel das ein, bitte. Wartet mal ganz kurz. Ich will mal eben Munition herstellen. Nur sicherheitshalber. Will ich das? Will ich das? Nein, eigentlich nicht. Was hier knurrt. So. Sich versteckt hier. Ach, ich weiß, wo wir sind. Hier waren wir schon mal aufgemacht und ich weiß nicht, warum ich das wieder zugemacht habe. Hier ist dieses Schwein gewesen, oder nicht? War nicht hier das Schwein? Nee, wo war das Schwein? Hier nebenan. Aber what? Wer hat den denn gefahren? Das kann man sicher irgendwie gebrauchen. Oder reparieren. Oder was stand da jetzt? Verdammt. Das kann hier... Yeah, I know. Na gut, wir haben uns hier schon umgeschaut, ne? Okay,
Da war das Schwein. Es ist jetzt nicht mehr da. Geflügel. Ja, wow. Doch unheimlich wichtig, dass man das weiß. Ich bin zwischendurch mal still, weil ich versuche irgendwie zu horchen. Ob irgendwas kommt, irgendwas hier ist. Das hätte man die ganze Zeit hier öffnen können. Okay, ist hier vielleicht... das Teil, was wir brauchen? Zufälligerweise. Gott. Das ist ein Mensch. Das ist ein Rücken und irgendwas hat er auf seinem Rücken. Wie aus dem Fenster. Oh nein. Aus dem Fenster. Welches? Ja, aus dem Fenster. Ich war darauf vorbereitet. Ah! Okay, 7. Ich habe ja schon gedacht, dass das da irgendwie... irgendwie was bedeutet mit der Zahl da hinten. Okay, 1, 2, 6 Zahlen brauchen wir. Okay. Hier kann man nichts machen. So, also 0, 7, 0, 4, 0, 8. 0, 7? Ich hätte die andere Seite nehmen sollen. Ja, geil. Ich habe gerade meine... Nimm das. Gut, dass das hier nicht mein Inventar vollstopft. Tut es doch nicht, ne? Ne, aber ich habe auch genug Platz. Cool, da hat er sogar eine Seite, habe ich mehr Platz gekriegt. Das machen wir da hin. Und das machen wir hier hin. Okay, das war das Gleiche. So. Okay. Oh, mal gucken, wie die ist. Ach so, auf welchem Steckplatz hat er die denn jetzt? Okay, ja, ich will die ausprobieren. Das sind meine Abdrücke, ne? Das sind meine Fußabdrücke, ne? Okay. Okay, ich glaube, wir können die jetzt wahrscheinlich ausprobieren. Aber wir machen es so. So. Ein Moment. Okay, cool. Ja, gut. Kann ich jetzt damit eigentlich hier...
das hier auch benutzen? Irgendwas fehlt. Ja. Kann ich nicht nehmen dafür. Da war auf jeden Fall der Wagen hier. Aber wir gucken, ob die anderen auch noch irgendwas fallen gelassen haben. Wären sie wahrscheinlich. Ich hoffe nur, dass hier keiner plötzlich rausgesprungen kommt. Ach so, warte. Ach, das sind Küken. Habe ich doch richtig gesehen. Ne, nicht hier nirgendwo. Diese Geräuschkulisse, ne? Diese ganzen... Dieses Knacken und... Oh. Schlimm. So, das macht bestimmt jetzt voll mega Krach. Bin ich da irgendwie drunter? Jetzt kann ich da runter. Oh Gott. Okay, macht euch auf den Jumpscare gefasst. Oh. Wusste ich doch. Okay, schnell raus. Ist das Schwein mutiert? Also okay, da oben sitzt einer. Oh! Nein! Ich will nur mal kurz gucken. Na gut. Keine Ahnung, auch wenn die nicht so schlimm sind, boah, die erschrecken einen damit, dass sie halt plötzlich irgendwo rauskommen. Ethan, warnt mich immer schön vor. Finde ich immer voll geil. Erschrocken. Ich dachte, warum tropft es auf meinen Kopf? Kack-Ziegenkopf da über meiner Birne. Ach du Scheiße, wer bist du denn? Oh oh. Rennen! Erstmal rennen, ich muss eine Dingensbombe machen. Ich muss eine. Wait! For it. Hab ich ja jetzt nicht umsonst gelernt, ne? Hm. Oh. Da! Wir haben den seinen Helm weggeschossen. Öffne das Inventar, um Munition herzustellen. Ja, ja, halt die Klappe jetzt. Perfekt, Kristallina Schädel.
Okay, also die mutieren, also nicht mutieren, die rüsten sich auch noch aus. Die Pisser. Ich kann hier rein. Ich war hier drin, oder? Nee. War ich nicht. Von der anderen Seite verschlossen. Das war es hier schon. Alter. Jetzt kann er hier auf dem Dach irgendwo, ne? Weiß man nicht. Sehr geehrte Besucher, aufgrund der langen Abwesenheit des Geigenbauers habe ich seinen Schlüssel in Verwahrung genommen. Wer ihn braucht, möge sich bitte bei mir melden. Grüße, Joseph Simon, Gärtner des Hauses Beneviento. Okay. Okay, wir brauchen den Schlüssel. Ich will nicht auf diesen scheiß Klos gucken. Ein Dietrich. Ich hab Angst, dass da ein Vollidiot rauskommt. Eines Tages. Dann rechne ich nicht damit. Kommt da so ein Idiot da raus. Ich hab sie gehört. Nochmal so ein... Achso, nein. Holy! Ich dachte, da wäre nochmal so ein Dicker. Oh, mein Leben. Wenigstens ein paar. Dann heilen wir uns mal. Ach du Heilige. Wo ist eigentlich Chris? Okay, ja, jetzt ist schon... Das war hier jetzt schon. Wo finde ich jetzt das Gebäude? Wo sind die Hühner? Ja. Der. Da oben können wir rauf. Wo sind die Hühnchen? Was habt ihr mit den Hühnchen gemacht? Immer wenn ich irgendwas Neues aufnehme, dann passiert irgendwas.